Ein fünftes, wodurch wir Sieg haben, Sieg durch das Kreuz, und zwar Sieg durch das ewige Leben. Da sagt Jesus zu dem Schächerer neben ihm, er wird ja mit zwei anderen Menschen gekreuzigt, mit zwei Verbrechern, zu dem einen, der ihn um Hilfe bittet, sagt er, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Jesus ist gestorben, er ist gestorben und sofort, unmittelbar postmortal, war dieser Mensch in der Ewigkeit. Und das dürfen wir wissen. Wenn wir auch unterm Kreuz stehen und wenn das Blut des Heilandes uns reingewaschen hat von unserer Schuld und Sünde, dann haben wir sofort ewiges Leben, wenn wir sterben. Also eine der klassischen Fragen, wenn man Evangelisation macht. Wir sind ja auch am Überlegen, ob wir nicht hier in Kaiserslautern mal irgendwie in den nächsten Jahren eine ganz große Evangelisation machen. Und wenn ich als Evangelist irgendwo bin, schlage ich immer dieses Thema vor, was kommt nach dem Tod? Ich sage mal, es gibt drei Fragen, die musst du als Mensch klären. Erstens, wo kommst du her? Zweitens, was ist der Sinn meines Lebens? Und drittens, was passiert, wenn ich sterbe? Was kommt nach dem Tod? Und da haben wir die Antwort drauf zu bieten, die die Welt nicht hat. Wenn du mit klugen Menschen sprichst, die nicht gläubig sind, da schlägst du die Hände vorm Gesicht zusammen, was die dir zum Teil erzählen, was passiert, was sie denken, wenn sie sterben. Ja, da komme ich doch dann in den Himmel, da steht Petrus und der entscheidet, ob ich reinkomme oder nicht in den Himmel. Sag ich, wo ist denn das her? Ja, Karnevalsschlager, singen die doch immer so. Deine Informationen über so eine wichtige Frage nimmst du aus dem Karnevalsschlager. Die so ein bisschen gebildeteren kommen dann so um die Ecke, ja, dann wird ja der Leib verrotten in der Erde, aber meine Seele wird weiterleben. Sag ich, wo hast du das her? Steht in der Bibel. Oh, sag ich, in meiner Bibel nicht. Zeig mir mal die Stelle, wo da steht. Ja, wie, steht nicht in der Bibel, dachte ich. Aber meine, sag ich, das ist Neuplatonismus, hat mit der Bibel nichts zu tun. Das gibt es nicht. In der Bibel ist das ganz anders. Ja, was steht denn in der Bibel? Gibt es auch manche Christen, die haben da keine Antwort drauf. Was steht denn in der Bibel? Was passiert denn, wenn wir sterben? Es gibt einen dreifachen Ausgang. Drei unterschiedliche Ausgänge, wenn wir sterben. Erster Ausgang, du kriegst das ewige Leben unmittelbar und postmortal. Das ist das, was hier der Schächerer kriegt. Zweitens, du kriegst das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu. Und drittens, du kriegst die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Das sind die drei möglichen Ausgänge. Müssen wir unterscheiden. In der Bibel wird ja berichtet von der ersten Auferstehung und der zweiten Auferstehung. Selig und heilig sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Das sind die, die in Jesus Christus sterben, die gar nicht sterben können. Denn über sie hat der Tod keine Macht. Johannes 5, 24 ist ein Text, den ich sehr häufig bei der Beerdigung lese, wenn der Sarg runtergeht. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ganz wichtig, das ist Präsens hier im Griechischen. Das ist immer ganz wichtig bei den Übersetzungen, mal gucken, welche Zeitform. Präsens, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht. Jesus sagt mal zu anderen Leuten, Matthäus 16 halt, sagt er, einige sind hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis das Reich Gottes wiederkommt. Das Reich Gottes ist bisher noch nicht wiedergekommen. Wir sind ja noch im Advent, es sind noch 2000 Jahre vergangen. Aber da waren Leute, die den Tod nicht geschmeckt haben, weil sie eben an der ersten Auferstehung teilhaftig gewesen sind, die Glieder am Leib Christi gewesen sind und deshalb gar nicht mehr sterben konnten. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Fragt er dann. Wisst ihr, das ist das, was uns erwartet. Wir haben Sieg durch das ewige Leben. Wir müssen nicht ins Totenreich. Da kommen all die anderen hin, die Jesus Christus abgelehnt haben. Die bleiben im Totenreich bis zum Ende aller Zeiten, bis der Heiland wiederkommt. Und dann wird's Totenreich aufgetan. Und dann wird das Gericht gehalten und da werden die, lest es bitte nach, Offenbarung 21, da werden die mit zu Gericht sitzen mit Jesus, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Wir, die wir Jesus in dieser Zeit als Anwalt unseres Lebens angenommen haben. Wir müssen vor ihm als Richter keine Angst mehr haben, weil wir mit ihm zu Gericht sitzen werden. Aber im Gericht wird es dann so sein, und das sind die anderen beiden Ausgänge, denn dass dann nochmal entschieden wird. Und dann sagt Jesus, Matthäus 25, geht hin zum ewigen Leben. Ihr, die ihr mich besucht habt im Gefängnis, ihr, die mir zu essen gegeben habt, die ihr mich gekleidet habt. Und dann sagen die Leute, wo haben wir das denn getan? Das wissen wir gar nicht. Und dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und deshalb bekommt ihr ewiges Leben. Das, was an der Gemeinde Jesu getan worden ist an Gutem, das wird im Gericht vergolten, aber genauso eben auch zum Schlechten. Die eben nicht Jesus Christus, die uns nicht als Gemeinde besucht haben, die uns nichts zu essen und zu trinken gegeben haben, die gehen in die ewige Verdammnis. Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun. Übrigens, Totenreich ist nicht Hölle. Das verstehen viele Christen auch nicht.
Totenreich ist was anderes. Die Scheol, so im Hebräischen halt, ein furchtbarer Ort. Ganz, 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 ganz schlimm. Aber Kindergeburtstag gegen die Hölle. Am Ende der Zeiten, bitte lest es nach, Offenbarung 21, wird das Totenreich genommen und in die Hölle geworfen und wird da vernichtet. Genauso wie der Teufel. Der Teufel ist mitnichten der Chef der Hölle. Das ist auch wie so ein falsch kolportiertes Bild, so nach dem Motto, Chef des Himmels ist der Heiland Jesus Christus, Chef der Hölle sei der Teufel. Nix. Der Teufel wird genommen, in die Hölle geworfen und gequält für alle Zeiten, wie alle diejenigen, die ihm vertraut haben und nicht Jesus Christus. Und der Chef der Hölle ist Jesus Christus. Das muss uns ganz klar sein. Du begegnest Jesus zweimal im Leben, entweder als Anwalt oder als Richter. Und wehe dem, lest es auch nach in der Offenbarung, der unter dem Zorn des Lammes Gottes steht. Das ist etwas ganz Furchtbares, wenn dieser Gott knallhart abrechnen wird. Gott sei Dank haben wir damit nichts zu tun. Ich bin ja beim Sieg durch das ewige Leben. Wir haben Sieg. Also, wenn einer von euch heute Abend wirklich die Freude, ich sage ja, Wunsch von dieser Predigt, von diesem Vortrag ist, dass ihr Dankbarkeit und Freude hat, der ist so glücklich und sagt, super, was wir von Gott und Jesus Christus haben und tanzt gleich hier raus und auf die Straße, passt nicht auf und da kommt der dicke LKW, batz, das ist es gewesen halt, ne? Furchtbar für seine Angehörigen, Halleluja, der hat es geschafft, sofort in der Herrlichkeit. Also wenn das stimmt, was in der Bibel erzählt wird vom ewigen Leben, ja, das ist so fantastisch. Glaubt mir, es will keiner wieder zurück in diese bucklige Welt, wenn er da einmal gewesen ist. Das ist so etwas Starkes, so etwas Großartiges. Paulus sagt das einmal, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, hat er denen bereitet, die ihn lieben. Das ist das Großartige, das ist unser Gewinn. Paulus sagt es, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Wir denken immer, oh, wie furchtbar, ne? So mit 85 Jahren und jetzt kann ich nicht mehr leben, wenn der Apfelbaum nochmal trägt und alles und wie furchtbar und dann bist du an Krebs gestorben. Nein, Sterben ist unser Gewinn. Ewigkeit, weil wir ja nicht ins Totenreich gehen und schon gar nicht in die Hölle, sondern sofort in die Ewigkeit. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, auch für den letzten Punkt, wenn ich gleich über Heilsgewissheit spreche halt, ne? Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nach der Evangelisation hat mal einer zu mir gesagt, Herr Latz, wenn man Ihnen zuhört, der wird mir krass selbstmordgefährdet. Wissen Sie eigentlich, was Sie sagen? Ich sage, ja, dass ich die Herrlichkeit hoffentlich in groben, wunderbaren Farben ausgemalt habe, das tue ich. Aber Selbstmord ist uns natürlich verboten. Solange der Heiland uns nicht abberuft, haben wir einen Dienst in dieser Welt. Und den tue ich auch in aller Freudigkeit und allem Einsatz. Aber ich freue mich schon auf die Ewigkeit, auch darüber, was ich kriegen werde für alles, was ich eingesetzt habe. Nicht nur ich, sondern auch ihr. Das ist was ganz Großartiges, dass wir Sieg haben durch das ewige Leben. Das Happy End unseres Lebens steht fest. Das ist ja das Fantastische halt. Egal wie dunkel es in dieser Welt ist, das Happy End deines Lebens steht fest. Egal was momentan deine Kümmernisse sind. Wie dunkel es aussieht, wie dunkel und finster das Tal vielleicht sein mag, familiär, beruflich, finanziell, gesundheitlich. Das Happy End steht fest, wenn du Jesus Christus hast, denn dann hast du ewiges Leben.